Und da geht's weiter. Yay, yay, yay. Goomba Cave. Hier okay. Brauchen wir einen P-Switch. Wer hätte es erwartet? Und ein Pilz. Lass mich raten, das ist der Secret Exit. Hatte das ein Secret Exit? Ja. Ach, guck mal. Also, wie versteckt er die Schlüssellöcher immer platziert? Ist das jetzt auch wieder ein Tileset-Mix schon? Ist Ghost House, oder? Ja, klar, es ist ein Tileset-Mix. Passt aber für irgendwie, passt richtig gut in die Höhle einfach rein. Na, schon immer, Conan. Welche Höhle hast du von mir gesehen, wo kein Tileset-Mix mit einem Ghost House drin war? Das stimmt allerdings. Ich habe aber noch nie die Bemerkung gemacht, dass. Huch, was war das denn? Ja, wahrscheinlich der Secret Exit. Das ist eine Röhre oder was? Ja, in der Wand. Es ist halt. Ah, okay. Nennen wir Pixien Edit. Nein, ich will doch den Schlüssel mitnehmen. Nee, Mensch. Aber Conan, ernsthaft mal. Wie viele Höhlenlevel hast du schon in Hex gesehen, die nicht, also wo die Hackersteller nicht komplette Vollidioten waren? Ja, das stimmt. Die keinen Tileset-Mix mit dem Ghost House hat. Das war's für mich jetzt hier. Ja, es wird nichts Schweres sein. Da oben ist ein Springboard schon mal. Dann kommt hier bestimmt eine Ranke raus. Hier sind Sachen und hier sind Sachen und hier sind Sachen. Man hat sehr viele Wege, die man gehen kann, also muss man schon sagen. Und hier werde ich klein. Und hier bekomme ich einen Pilz. Und ab jetzt habe ich das Instrument zum Breaken bekommen. Ja. Nein, aber du machst es einfach so, wie es gedacht ist. Natürlich. Vor allem, weil es hier eh nichts bringt, weil du dir eh ganz leicht das Springboard holen kannst. Richtig. Bis ich hier den Shell Champion gekriegt habe, der glaube ich sowieso ganz schön schwer wäre, wenn ich mir das so angucke. Mhm. So, und damit können wir jetzt. Danke. Die hier wegmachen und dann die oben drüber. Mhm. Und holen uns nochmal den Pilz. Kannst du den Pilz holen. Übrigens, schön, dass er die. Den. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, also wenn er diese Pilzblöcke, wenn das Custom-Blöcke sind, dann wäre er ziemlich blöd. Also nicht böse gemeint, aber, ne? Weil man kann einfach, also so wird das auch gemacht haben. Er hat übrigens die P-Switch-Musik auch verändert, was ich sehr schön finde. Ja. Ich bin gerade verwirrt, wie soll ich denn da hochkommen, wenn ich... Ja, P-Switch drücken. Ja, aber den... Nee, nee. Ich hätte Springboard mitnehmen sollen. Hm. Ich habe nämlich den P-Switch mitgenommen, den gedrückten. Ich wollte besonders cool sein. Du sollst hier dran werfen und das Springboard mitnehmen. Hm? Ich soll das Springboard einfach mitnehmen. Dann nehme ich den gedrückten P-Switch nicht mehr mit. Ich hab's durch meinen Versuch, es zu breaken, habe ich es mir kaputt gemacht. Das ist auch Man könnte, glaube ich, sogar den gedrückten P-Switch auch noch mitnehmen, indem du unten direkt wieder ein Double Grab machst. Ja, und dann nee, ist logisch. Ich glaube, das geht sogar. Ja, da gehen tut einiges mit einem TAS. Ja. Das nee, was ich sagen wollte, er hat bestimmt. P-Switch. Ja, kann ich hier rein? Ah, hier kann ich rein, okay. Er hat bestimmt den Trick angewandt. Diese Blöcke, die einem nur einen Pilz geben, sind bestimmt einfach nur Switch-Blöcke, die Ach, immer jetzt ist das ein blauer geworden, ne? Ja. Schöne Idee. Also, das heißt schöne Idee, aber das muss man erstmal wissen. Also, ein bisschen Wissen muss man schon haben, um den Hack zu spielen. Ja. So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, du wolltest was sagen. Naja, er hat ja, das habe ich jetzt schon fünfmal Ich hätte die Shell mitnehmen sollen. Er hat bestimmt den Trick angewandt bei dem, bei diesen Blöcken, die immer einen Pilz geben, dass man, einfach einen Switchblock nimmt. In der Map 60 ist er nämlich so verbuggt, dass der immer einen Pilz gibt und auch wenn man den Switch noch nicht gedrückt hat. Und den einfach aussehen lässt wie ein Fragezeichenblock. So, das wollte ich sagen. Sehr gut. So. Nee, jetzt hat das doch nicht so gemacht und hat doch einen Custom-Block benutzt. Ich hätte schon wieder die Shell mitnehmen sollen. Ja. Was kommt denn hier alles noch? Okay, ich brauche den grauen. Wenn ich hier durchgehe. Der Border in dem Block, wo du die Shell hättest dran schmeißen können. Nehme ich erstmal die Shell mit. Das ist eigentlich hier so einfach. Ich krieg einen blauen wahrscheinlich.
Den blauen kriege ich hier raus und dann muss ich, genau, dann muss ich mit der Röhre wieder zurückgehen. Ja. Ja, kriege ich es jetzt mal hin, danke. Okay, dann gehen wir mit der Röhre wieder zurück. Und hier ist nochmal eine Shell dahinter übrigens, die mich gerade getötet hat. Das ist toll, ja. Sehr fair. So, und dann haben wir hier den Kollegen. Und dann müssen wir wieder nach oben. Yay. Nee, aber das Puzzle war schön, das ja. Das ist schön, ja. Ist jetzt nicht ganz so einfach, also. Ich glaube, man sollte das gar nicht so machen mit dem Peaswitch, der blau wird, aber egal. Wie sonst? Ich wüsste Weiß ich nicht. Wie ich das sonst hätte machen sollen. Fand egal. Ich auf jeden Fall schön. Weil er hatte dafür die Röhren dahin gesetzt, entsprechend immer. Also das Prinzip war immer gleich. Du hast hinten was bekommen, bist durch die Röhre und konntest dann... Ja. Und konntest dann vorne irgendwie und so. So, und wir sind wieder im... in der Höhle. Und ich habe das Gefühl, wir schaffen das doch nicht in einem Part, also in ja, drei ich habe mich jetzt gerade bei dem Puzzle wieder lange aufgehalten, ne? Also, das, schauen wir mal. Na. Aber du hast diesmal nicht wie Schläger gespielt. Beziehungsweise, wie, du hast nicht gespielt, wie du sonst in Nervold immer spielst und so. Ja, also das Puzzle ist wirklich ein Stück lang auch. Also, du hast dich jetzt nicht blöd angestellt oder ich so? Ich habe mich sehr wohl blöd angestellt. Quatsch. Natürlich. Allein durch ja. meine Versuche, den Gedrückten immer mitzunehmen, was ich jetzt hier wieder mache, weil ich's kann. Hui, P-Switch. Ja. Switch. Nein. Letztens war das lustig, ich wusste gar nicht, dass es geht. Wenn du nämlich den gedrückten P-Switch am richtigen Frame mitnimmst, sodass er gerade in der Sekunde verpufft wäre, nimmst du den gedrückten, aber wirklich den gedrückten mit aus der Röhre und wenn du da rauskommst, ist der auch schon gedrückt und verpufft dann erst im nächsten Raum. Sehr gut. Ist dir das schon mal passiert? Nein, das nicht. Ist lustig, ne? Beziehungsweise meinst du jetzt das, was du meinst jetzt nicht das, wo ich gespielt habe und du zugeguckt hast, oder? Nee. Weil da ist er ja direkt verpufft. Nee, nee. Und du meinst jetzt, der verpufft im übernächsten Raum. Das ist ein Glitch, der auch im Originalspiel ginge. Dass okay. du wirklich den mitnimmst und genau am richtigen Frame, wo er gerade verpufft wäre, man nimmt den dann mit durch die Röhre, aber wenn du rauskommst, hältst du den in der Hand, aber halt schon gedrückt und der verpufft dann direkt. Sehr gut. Ach, da war ich doch dabei. Echt? Das war doch bei, bei SMWCP, oder? Nein. Was haben wir denn da gespielt? Ist ja auch egal, jetzt reden wir über den Hack hier. Jedenfalls war ich da dabei, da hast du doch immer gesagt, wie hast du das denn jetzt gemacht, oder so. Ja, ist egal, genau, gehört jetzt nicht hierher. So, ja, stimmt, wir sind schon wieder bei 10 Minuten, aber es kommt nicht mehr viel, oder? Nee, nur noch 4 Level. Krieg ich! Problem, nee, 5! Ach Gott. Nee, okay, kriegen wir nicht mehr. Puzzle Cave. Kriegen wir nicht mehr in ein Video, vor allem wenn noch eine Puzzle Cave kommt. Da werde ich wieder gnadenlos Scrolling failen. Puzzle. Voll von mir geklaut, Nee, natürlich nicht. Hops. Nein. Kann ich da rein? Kann ich da rein? Ich habe ja auch gedacht, wo ich noch so blöd war in Mario's Fancy Trip, dass ich der Erste bin, der ein Scrolling-Puzzle macht. Klar. Ja. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Der Scheiß-Hack. Mario's Fancy Trip. Das hast jetzt du gesagt. Ich fand den gut. Ja, vor allem ist das nicht mal lange her, ne? Wie viele Monate? 4, 5? Nee, das ist überhaupt nicht lange her. Boah, da komme ich nicht hoch. Boah, hier ist so viel. Obwohl das... Meine Hand. Oh, ich hoffe, man kommt nicht immer ganz an den Anfang. Das wäre lame. Ich glaube, das hätte ich mitnehmen sollen. Ja. Nö. Krieg ich ja noch eins. Okay, jetzt muss ich hier durch. Okay.
Kann ich hier irgendwas durchdrücken? Nein. Habe ich schon gesagt, dass er die beiden Peacefish-Sounds, die er jeweils verändert hat? Ich hoffe, ich habe es gesagt. Okay. Man hört es ja sowieso. Wieso brauche ich eigentlich nicht extra? Ach, okay, jetzt kriege ich den grauen und jetzt komme ich am Ende raus. Also den kann ich jetzt bis zum Ende mitnehmen. Huch! Es ist da ein Block mehr auf einmal. Naja. Boah, da muss man jetzt aber Hilfe. Muss man das hier echt kennst so du doch runter in die Röhre, wenn du den grauen hast, oder? Stimmt. Aber ich mache jetzt erstmal den normalen Exit. Es gibt ja hier ein Secret. Ja, guck doch, ob das überhaupt geht erstmal. Ich würde ja erst probieren. Naja, egal. So, da hätte man sich, wenn es das wirklich ist, hätte man sich da auch einfach klein machen können. Ah, nee, hier ist das Secret wahrscheinlich. Hier nimmst du den P-Switch dann mit, anstatt beim für den Grauen herzugeben. Vor allem hätte ich das doch auch ohne grauen P-Switch gucken können, ob ich da durch kann. Ja, einfach Pilz verlieren. Ja. Habe ich gerade eben übrigens schon gesagt. Oh. Das, habe ich wahrscheinlich unterbewusst gehört und es dann wiederholt. Yay! 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 Das hast du jetzt gesagt. Yay! 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 Ja, das habe ich gesagt. Woher habe ich das eigentlich nochmal? Yay? Ne, ich meine dieses Yay! 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 Keine Ahnung, das von dir. Aus irgendeinem Spiel. Welches war das? Oh, jetzt habe ich es genau mir. Aus Rayman Origins. Wenn du da so eine Viecher befreist, dann machen die immer Yay, Yay, Yay. Ach so, na super. Ja. Zu viele Let's Plays geguckt und die Let's Player machen alle dann immer Yay, Yay, Yay. Ja, Yay macht ja sowieso irgendwie. Hat man den Screen nicht gerade eben schon? Hier warst du schon mal, ja. Nee. Nee, ist in dem anderen Puzzle war es, glaube ich, auch der Endscreen. Mhm. So, was haben wir jetzt hier? Einen rutschigen Slime. Den machen wir noch in dem Part. Oh, Donkey Kong Musik. Mhm. Wenn jetzt Slime kommt aus Super Mario Land, dann wäre ich... Oh, schade. Ja, aber es geht um rutschigen Slime. Ja, das stimmt, ist ja einfach schade. Eislevel. Mhm. Stimmt, ja, es ist auch ist einfach gut. Nur grünes Eis, aber schön. Ist eine gute Idee, macht ja. So auf jeden Fall auch Sinn. Hm. Oh, ich bin automatisch in die richtige Richtung gegangen, das ist auch sehr gut. Hui, geh sterben. Ich mag die Peacewitch-Musik auch. Hm. Okay. Ich war zu langsam. Was zur Hölle? Dann gebe ich jetzt mal Gas hier. Gibt's ja wohl nicht. Habe ich mich so lange gewartet oder was? Boah, das wird aber knapp, alter Schwede. Okay. Hui. Mhm. Wenn Conan daran fehlt, ist es immer ein guter Hack. Das so wie hoch? Wobei, dann wäre jeder Hack gut. Nee. Ich nehme dich nicht mit in die Aufnahme, damit du mich disst. Obwohl, warum eigentlich nicht? Huch. Let's walk. Siehst du die Hand? Sieh nach unten, der... Ach so, das ist eine Hand, die dieses Rockzeichen macht. Hm. Cool. Ja, ist auf jeden Fall kreativ. Irgendwie keinen Sinn in dem Level, aber cool. Ja, ich hab halt schon mal so ein Hack gespielt. Da waren ständig Easter Eggs aus irgendwelchen Teilen. Also so ähnlich wie in Super Puzzle World 3. Ja gut, aber Easter Eggs, die kündigst du ja nicht mit einer Textbox an. Nee, aber sowas, weißt du, da hat man dann auch immer Sachen gesehen. Auch immer solche Gesichter und sowas im Boden. Ja, sowas ist schon cool.
wo du aber richtig hingucken musstest. Also was du jetzt nicht so offensichtlich siehst wie in den japanischen Hacks, die schreiben ja immer ihren Smiley mit damit. So, den Part hätten wir damit auch beendet, dann im nächsten aber dann endlich zu Ende. Vielleicht. Ich wollte eigentlich nicht so viele Parts damit verbringen. Meine Güte. Na gut, wir sehen uns im nächsten Part und ich sage tschüss.